auf eure 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Daniel. Und Daniel ist 19. Guten Morgen, Daniel. Morgen, Domian. Grüß dich. Hi. Verführt? Ja, genau. Mein Problem ist, ich werde gerade verführt. Mhm. Und zwar, gut, es geht schon, muss ich ein bisschen weiter zurückgreifen. Mein bester Freund ist vor 3 Jahren ungefähr mit meiner Cousine zusammengekommen. Mhm. Und er war in der Zeit auch schon immer sehr eifersüchtig. Also wenn ich mich mal mit ihr unterhalten habe, wenn wir irgendwo zusammen waren, war er immer sehr eifersüchtig und dadurch haben wir immer weniger Kontakt gehabt. Mhm. Und ich selbst habe auch eine Freundin seit 3,5 Jahren. Ja. Und die war auch immer sehr eifersüchtig. Sie hat selber Bulimie gehabt und lag da wohl auch irgendwie damit begraben. Und ja, so, das ist jetzt die Vorgeschichte. Ja. Und ja, meine Cousine und mein bester Freund sind jetzt seit ungefähr 2 Wochen nicht mehr zusammen. Ja. Und dieses Wochenende war ich zufällig mit meiner Cousine auf einer Versammlung zusammen. Mhm. Und da waren wir abends natürlich feiern. Mhm. Haben wir halt auch was getrunken. Mhm. Und wie es halt dann so weitergeht, irgendwann im Hotelzimmer feiern und haben wir da halt auch was getrunken. Ihr beide und, alleine? Nein, da waren noch 2 andere mit dabei, auch ein Junge und ein Mädchen noch. Und die haben mich dann überredet, doch da zu bleiben. Mhm. Und naja, wie es dann so ginge, lag ich dann irgendwann neben meiner Cousine im Bett. Oh. Und ja, und gut, es ist jetzt, kam jetzt nicht zum Sex oder so, aber. Zu was kam es denn? Ja, gestreichelt. Also sie hat halt angefangen, mich an der Brust zu streicheln und am Bauch und am Rücken und. Ja. War man noch angezogen? Nee. Boxershorts. Also ich hatte Boxershorts an und ziehe einen Schlafanzug. Also und ja. Pikant schon etwas. Ja, ja. Wurde geküsst? Nee, das nicht. Aber halt nur so gestreichelt. So. Also man kann sagen, es war kein richtiger Sex, aber es war schon eine erotische Handlung. Ja, doch sehr. Und da wir ja beide auch was getrunken sehr. Haben, waren die Hemmschwelle auch sehr gering. So, wer verführt denn jetzt hier wen? Sie mich, weil es geht ja noch weiter. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Hast du die ganze Nacht da bei ihr verbracht? Genau, in dem Zimmer. Ja. Also es war 5 Uhr früh, als wir dann ins Bett gekommen sind, weil wir haben recht lang gefeiert. Ja. Und ich war dann da ungefähr 11 Uhr aufgewacht oder so. Ja, so. Da ist ja die Welt schon eine andere, wenn man dann morgens aufwacht und man wird einigermaßen nüchtern. Dann kommt das schlechte Gewissen. Ja, genau. Wollte ich fragen, wie du dich da gefühlt hast. Ziemlich schlecht, weil erstens habe ich selber eine Freundin. Zweitens war es meine Cousine. Und drittens war sie mit meinem besten Freund zusammen. Ich weiß, dass die waren schon öfter mal über kürzere Zeit getrennt. Also es könnte auch sein. Aber die sind jetzt wieder getrennt. Ja, die sind seit 2 Wochen getrennt. Ja. Aber es könnte sein, dass sie demnächst auch wieder zusammenkommen. Und vielleicht. Die telefonieren auch noch und schreiben SMS. So, jetzt sagtest du gerade, es geht noch weiter mit dem Verführen. Genau, genau. Und ich hatte halt ein furchtbar schlechtes Gewissen. Und sie hat ein recht gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und der Familie. Und redet mit ihr über alles. Mhm. Und das wollte ich nicht, weil ihre Mutter könnte ich auch mal gegenüber meiner Freundin verplaudern und so und habe gemeint, das bleibt unser Geheimnis. Ja. Und hat sie gemeint, ja klar, können wir machen, kein Problem, aber unter einer Bedingung, dass wir das Ganze fortsetzen. Ach, wie ist die denn drauf? Ja. Wie bitte? Das ist ja Erpressung. Ja, ich weiß nicht, ob sie es sagen wird, ob sie es rausplaudern wird, wenn ich sage, nee. Moment, die hat jetzt gesagt, okay, ich halte den Mund, aber wir machen weiter. Was denn? Was machen wir denn weiter? Ja, sie kommt nächste Woche zufällig zu uns in die Stadt und dann sollte ich sie doch mal besuchen und... Also, die junge Dame ist scharf auf dich. Ja, also ich weiß auch, das ist was auch noch dazu schwer dazu kommt. Ich weiß, dass in der Zeit, wo sie mit meinem besten Freund zusammen war, mindestens 2 Mal betrogen hat. So, und jetzt reden wir mal nicht mehr erstmal über die Frau. Mhm. Wie alt ist die? 17, ich 17. bin 19. Über dich, was ist denn mit deinen Gefühlen? Du hast eine Freundin. Also, unabhängig davon habe ich ja zurzeit ziemlich Stress mit meiner Freundin. Der habe ich auch erzählt, dass ich am Wochenende bei meiner Cousine da dann im Zimmer eingeschlafen bin, dass das in einem gemeinsamen Bett gelandet sind, habe ich ihr nicht gesagt. Mhm. Es hat aber gelangt, dass sie furchtbar eifersüchtig war, wir im fürchterlichen Streit auseinandergegangen sind und jetzt wohl getrennt sind oder vielleicht auch nicht. Das ist so in der Kippe. Ach so, das ist also auch als wackelig zwischen euch. Ja, ja. Und ja, also es ist so. Wie auch immer, Daniel. Wie auch immer. Ich finde, auf so einen Deal darfst du dich nicht einlassen. Dass die sagt, ich sage nichts, aber wir machen das dann weiter. Ja, aber ich muss sagen, das ist auch die Verlockung, das ist halt eine Verlockung. Also was ist das für eine Verlockung? Ist das eine sexuelle Verlockung? Oder? Das
Das Abenteuer. Okay, das Abenteuer. Also keine, das ist halt moralisch sehr verwerflich, weil das ist halt auch noch meine Cousine. Ja, okay. Also Cousine ist ja noch okay. Naja. Was meinst du, wie viel Adelshäuser in den letzten Jahrhunderten, wo die Cousinen und Cousins miteinander verheiratet wurden? Gut, das sollte jetzt nicht das Vorbild sein. Nein, das soll nicht das Vorbild sein. Sehr richtiger Einwand. Aber verliebt bist du nicht? Sie ist schon rattenscharf, um es mal so zu sagen. Also, naja, das ist keine Antwort auf meine Frage. Rattenscharf, da ist man geil drauf. Verliebt? Richtig. Ich meine, verliebt, du kennst sie ja auch so lange. Da kann man ja auch dann nicht so verliebt sein, wie man in jemanden verliebt ist, den man gerade erst kennengelernt hat. Richtig, das Problem ist, ich habe halt bis jetzt dann immer nur die kleine Cousine in ihr gesehen oder halt nicht meine Cousine. Ist das eigentlich die Cousine ersten Grades oder zweiten Grades, dritten Grades, vierten Grades? Ersten Grades, sind gemeinsame Großeltern. Ja. So, ich finde das Wichtigste an der Geschichte, dass du erstmal eine Klarheit in deine Beziehung bringen musst. Mache ich die Beziehung weiter, führe ich die weiter oder führe ich sie nicht weiter? Also wir haben unabhängig davon, weil wir eine Fernbeziehung führen, auch ziemliche Probleme und wir sehen uns nur am Wochenende und das ist auch eine andere Geschichte. Also ja, klar, aber unabhängig davon sehr schwer. Ja, schon, aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Wenn du deine Beziehung nicht mehr hättest, dann könnte es dir auch wurscht sein, wenn sie was sagt. Oder hast du Angst vor den Bedenken der Familie, das Cousin und Cousine? Nee, das ist jetzt nicht mehr so das größte Problem, habe ich mit meinem besten Freund, weil dem kann ich jetzt ja schon nicht mehr ins Gesicht schauen. Ja gut, aber die sind doch getrennt. Ja, ich weiß, dass er noch extrem in sie verliebt ist. Und, Ach so. Ja, und ach so. Die mailen ja auch noch und schreiben SMS. Daniel, da bist du bei mir an einer ganz richtigen Stelle angelangt. Ich finde, da die Freundin des besten Freundes ist tabu. Punkt. Ja. Also vor allen Dingen, es sei denn, die ganz große Liebe hat eingeschlagen. Da kann man nichts gegen machen. Aber so hört sich das bei dir nicht an. Das hört sich mehr an, als wärst du ein bisschen rattig auf die. Und Abenteuerlust, hast du gerade gesagt, und so weiter. Da musst du dich im Riemen reißen, finde ich. Keine Diskussion. Ja. Dein bester Freund, also ein ganz wichtiger Mensch in deinem Leben. Ja, das Problem ist halt dadurch, dass er immer so eifersüchtig war, ist der Kontakt eigentlich gegen null gegangen in den letzten Jahren. Ach so, das auch noch jetzt. War damals der beste Freund. Ach so. Dadurch sind die auch über mich zusammengekommen. Mittlerweile, der studiert wieder ganz woanders und mittlerweile sehe ich ihn alle 4 Wochen und dann reden wir mal 2, 3 Sätze. Ach so, ist es eben jetzt nicht mehr der beste Freund? Nee, damals. Ach so. Naja. Ja, also dann gewichte ich das Ganze nochmal doch in die Richtung, dass du in erster Linie klar Schiff machen musst mit deiner Freundin. Und erst darauf aufbauend kann man weiter diskutieren. Entscheidest du dich dazu, mit deiner Freundin zusammenzubleiben, lässt du schon die Finger von der Cousine. Wirst du dich trennen von deiner Freundin, bist ein freier Mann. Kannst du machen, was du willst. So einfach ist das Spielchen. Ja. Ja. Mann, ja, das hört sich jetzt so einfach an. Ja, hört sich, weiß, klar. Nee, das Schwierige ist ja auch immer, wenn man 3 Jahre mit jemandem zusammen war, ist das natürlich auch schon eine große Entscheidung, ein großer Schritt zu sagen. Also ich würde jetzt nicht wegen meiner Cousine mit meiner Freundin Schluss machen. Also. Ja. Aber ich habe schon rausgehört, dass da noch andere Sachen sind oder vielleicht schon eine ganze Weile das nicht mehr so ganz. Ich meine, ihr seid sehr jung. Ist deine Freundin auch so alt wie du ungefähr? Die ist älter, die ist 3 Jahre älter als ich. Naja, okay, aber du bist sehr jung und 3 Jahre ist schon eine lange Zeit und das fällt dann auch schon sehr schwer zu sagen, nein, das geht nicht mehr. Aber wie gesagt, ich finde, das ist dein erstes Spielfeld, wo du agieren musst. Das Problem ist halt, jetzt steht halt das nächste Wochenende auch schon bald an. Was soll ich ihr sagen, meiner Cousine? Weil ich würde mich da erstmal zurückhalten. Da würde erstmal nichts laufen, solange du mit deiner Freundin nicht die Sachen für dich geklärt hast. Ist doch klar. Ja, klar. Ja. Das stimmt schon. Nein, ich meine nur, falls es dann ihrem Ex-Freund oder als Familie erzählt, ich weiß ja nicht, dann bin ich bei denen ja komplett unten durch, bei allen. Das ist ja das Problem, ich kann auch mit niemandem drüber reden, weil alle kennen entweder meine Freundin oder ich mit meiner Familie kann ich nicht drüber reden und mit meiner Freundin auch nicht. Ja, deswegen sage ich ja, dass das, deine Freundin hat ja schon eine gewisse Ahnung. Die ist grundsätzlich eifersüchtig. Ja gut, aber wenn die gehört, dass du mit der in einem Hotelzimmer geschlafen hast, ist ja klar, dass man da schon auch ein bisschen eifersüchtig ist. Ist ja auch völlig klar. Ja. So, wenn du die Beziehung weiterführst, wäre vielleicht zu überlegen, dass du ihr die reine Wahrheit sagst, damit du nicht erpressbar bist von deiner Cousine. Aber ich befürchte, dann wäre es ganz aus. Also, ja. Das wird im Ganzen dann den Aber dann, dann wäre es so. Wenn es deshalb dann auch ganz aus ist, dann war auch nicht mehr so ganz viel da, Daniel. So, mein Lieber, du musst handeln. Oh, okay, dann mach ich das morgen. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer für euch, kostenfrei. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und unser Thema heute Nacht heißt Verführt. Ich möchte gerne mit verführten Menschen sprechen, die von anderen verführt wurden. Zu vielleicht lustigen und schrägen Sexsachen, auch was auch immer. Oder auch zu ernsten Sachen, vielleicht zu einem Verbrechen, zu ernsten Dingen. Oder ich möchte mit Leuten reden, die selbst verführen, die andere Menschen schon verführt haben, zu allem Möglichen, was man so verführen kann. 0800 220 50 50. Hier ist Vicky. Vicky ist 21. Guten Morgen. Hallo Vicky. Hallo. Ah, hallo. Ja, hi Domian. Spreche ich mit Vicky? Ja. Vicky, das Thema ist verführt. Bist du eine Verführte oder verführst du? Nein, ich wurde halt verführt. Von wem und zu was? Von einem Zuhälter. Mhm. Es ist halt so, ich habe mit sehr jungem Alter angefangen, mich in diesem Milieu zu bewegen. Wie alt? Mit 18. Ja. Ich habe, es ist halt so, dass meine Familie sehr konservativ war und es wurde mir sehr vieles verboten. Und das, was verboten ist, halt lebt man aus. Mhm. Dann war ich halt mal einmal auf Party. Aber sie, ja, erzähl erstmal weiter. Mhm. Ja, weil ich bin ja auch vom Beruf Tripperin gewesen. Mhm. Aber das wusste die Familie auch nicht? Nein, das weiß, das, nein. Mhm. Das wissen die bis heute gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall war ich einmal auf Party und ich war schon auch sehr knapp angezogen. Und in diesem Alter ist es halt normal, dass man nicht so viel Erfahrung hat. Und Wie alt warst du, als du auf der Party warst? Auch so fast 19, langsam 18,5. Und bis dahin war ich der festen Überzeugung, dass ich halt diese Verführerin bin, die alle Männer um den Finger wickelt und fallen lässt. Aber dann kamen sehr viele Probleme in meiner Familie auf und private Probleme. Und ich wollte halt jemanden haben, dem ich vertrauen kann. Was ist passiert auf dieser Party? Es ist so, ein Mann hat mich halt beobachtet, wie ich getanzt habe. Und da ich Stripperin war oder bin, habe ich mich auch schon bewegt. Also es ist direkt auf mich zugekommen. Und hat mir halt gesagt, dass er viele Kontakte hätte, wenn ich möchte. Irgendetwas in die Richtung tanzen, halt in Videos für bekannte Bands und so. Das war ein Zuhälter? Ja. Das war ein Zuhälter, der dich, das wusstest du da noch nicht, aber dieser Mann war ein Zuhälter, der dich da angesprochen hat. Ja, genau. Ja. Der ist aber total lieb, total nett rübergekommen. Mhm. Man hätte ihm das nie im Leben angemerkt. Mhm. Seine Klamotten, es hat mich beeindruckt, wie locker und leicht er auf mich zugekommen ist, dass er gar keine Nervosität gezeigt hat. Jetzt hat er da irgendwelche interessanten Dinge dir vorgegeben, aber noch nicht gesagt, um was es eigentlich ging. Gar nicht. Ja. Wie ging es dann weiter? Es ist so, der wollte dann halt meine Handynummer haben und da ich meine Handynummer nicht einfach so weitergegeben habe, sondern erst dann oder beziehungsweise an Menschen, aus denen ich Profit ziehen konnte, habe ich mir gedacht, okay, ja, ich kann sehr viel Geld daraus gewinnen mit diesen Videos. Ich habe mich halt verblenden lassen. Ne? Okay, du hast ihm die Handynummer gegeben. Ja. Dann hat er sich irgendwann bei dir gemeldet. Was hat er dann gemacht? Ja, und der hat mich zum Essen eingeladen, der hat mir schöne Sachen erzählt, der hat mir angeblich wahre Geschichten, Probleme aus seiner Familie erzählt. Wann wurde dir denn klar, um was es geht? Bei dem Essen schon? Nein. Er ist sehr spät. Der hat seine Show sehr gut, sehr professionell durchgezogen. Also wie viel, sag mal, so eine Zeit, wie viele Wochen oder Wochen vergingen, bis er wirklich rausrückte, was los ist? So eine grobe Zeit wäre ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Ja. Und in diesem halben Jahr hat er sich einfach so mit dir getroffen und gut gesprochen und hat gar nichts weiter dich an irgendwas rangeführt. Ja, das ist ja genau das gewesen, was mich so verzaubert hat, weil ich immer den Männern skeptisch gegenüber war bis dahin. Also er hat dich wirklich nach Strich und Faden verführt? Ja, hat er auch. Und verführt in dieses Milieu hinein? Genau. Mhm. Und der hat auch sehr viel Geld, sehr viel Zeit, alles dafür investiert, weil er, glaube ich, gemerkt hat, dass meine Art, mein Aussehen halt sehr viel Geld bringen kann in diesem Milieu. In dieser Zeit, als er sich so an dich, ich sag mal, herangemacht hat, hat er denn persönlich versucht, dir auch näher zu kommen? Oh, das war ja genau das, was mich so in ihn, keine Ahnung, ich war fasziniert von dem Mann, weil genau das war ja anders bei ihm als bei den anderen Männern. Also er blieb auf Abstand. Genau, der hat so eine gewisse Distanz aufgebaut. Er wollte nicht unbedingt gleich mit dir schlafen. Genau. Und das hat mich wirklich fasziniert, weil er
mir Geschenke gemacht hat, Komplimente, alles, was eine Frau sich wünschen kann. Ja, so, dann verging eine ganze Weile, wie du es gerade gesagt hast, und dann hat er irgendwann, hat das dann ganz klar gesagt, pass mal, ich möchte, dass du für mich arbeitest. Nein, nach einer Zeit war es halt so, dass er nicht mit der Wahrheit rausgerückt ist, sondern dass er mir eine Beziehung vorgegaukelt hat. Ach so, dann hattet ihr schon auch dann doch irgendwann einen Kontakt miteinander, auch einen sexuellen. Das schon. Ja. Das ist dann irgendwie dazu gekommen und dann, das wurde halt so was wie eine richtige Beziehung draus. So, ne? Aber irgendwann hat er gesagt, ich will, dass du für mich arbeitest. Nein, nicht so direkt. Er hat das wieder so auf einem Schleichweg gemacht. Er hat das alles so schön eingepackt, dass ich halt so durcheinander war, dass ich gar nicht die Wahrheit sehen wollte, beziehungsweise. Was hat er dir denn in all der Zeit gesagt, was er beruflich macht? Oh, der hat mir alles erzählt, im Büro arbeitet oder beziehungsweise. Ach so, so Geschäfte halt. Ja, genau. Mhm. Und ich habe auch nicht hintergefragt, weil ich. Aber dann war es dir klar, nach dieser doch sehr langen Zeit. Ja, es wurde mir immer noch nicht klar. Es wurde mir dann klar, wo ich dann halt aufgehört habe, auch nach einem halben Jahr oder so. Was hast du aufgehört? Ja, nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr habe ich dann halt ganz aufgehört mit der Arbeit. Aber das kommt ja später, ne? Nee, jetzt lass uns mal zu Potte kommen. Also der dann nach diesem halben Jahr ungefähr hat er gesagt, du sollst für mich arbeiten. Nein, da hast du dargestellt, als ob ich dieses Geld für uns beide verdienen würde, dass wir uns schöne Sachen davon leisten könnten. Aber da war dir doch klar, was du machen musst. Ja, aber genau das ist ja das Problem, dass ich nicht erkannt habe, dass er gar nicht mich will, sondern mein Körper. So, jetzt nochmal eine Zeitfrage. Wann hast du, nach wie vielen Monaten hast du erkannt, dass er deinen Körper will und nicht dich? Nach einem halben Jahr bin ich halt zu diesem Job dann übergegangen und nach einem halben Jahr darauf, ja, oder dreiviertel Jahr darauf, habe ich dann halt aufgehört ganz mit diesem Job. Verstehst du, was ich meine? Ich bin so nervös, ich kann das nicht so. Aber dann, was heißt du, du hast mit dem Job angefangen und hast wieder aufgehört? Nein, du bist dann als Prostituierte gearbeitet. Genau, und das machst circa du bis ein halbes Jahr. Circa ein halbes Ach so, Jahr, und das machst du heute nicht mehr? Nein, weil nach einer Zeit wurde mir halt klar, dass ich nicht die Einzige bin. Mhm. Erstmal haben wir das ja halt so privat gemacht. Der hatte viele Kontakte, der hat mich an viele Länder. Verstehe. Also dieser Mann hat das ganz geschickt gemacht und hat dich da reingezogen. Dann hast du es ein halbes Jahr gemacht. Du hast ein halbes Jahr als Prostituierte gearbeitet. Ja. Aber dann hast du es auch geschafft, da wieder rauszukommen. Das ist ja erstaunlich. Ging das so einfach? Meinen Sie das jetzt persönlich, emotional oder meinen Sie das wegen den Bedrohungen oder so, was man halt im Fernsehen hört und so? Alles. War das so einfach? Konntest du von heute auf morgen sagen, nee, ich höre jetzt auf und ich gehe? Ja, so direkt war das nicht. Ich habe angefangen, Terror in diesen Clubs, dann später wurde ich dann halt in Clubs geschickt, FKK-Clubs und halt überall in Deutschland. Und dann habe ich halt die Wahrheit erfahren, dass er halt mehrere Mädchen in diese Clubs geschickt hat, dass ich nicht die Einzige war. Und das hat mir langsam die Augen geöffnet. Ja, aber die Frage war jetzt, war es schwer für dich rauszukommen? Es war gar nicht schwer. Ich musste halt nur ein bisschen Zickenterror in diese Clubs reinsetzen. Wissen Sie, was ich meine? Halt, ich muss halt. Naja, also worauf ich hinaus will, ist, es gab keine Bedrohungen von. Nein, gar nicht. Nein. So, und was machst du heute? Ich strippe weiter. Du strippst weiter? Ja. Aber du arbeitest nicht als Prostituierte? Nein, ich verkaufe meinen Körper nicht mehr, ich repräsentiere den halt jetzt nur noch. Das würdest du auch nie wieder machen? Nein, das würde ich nie wieder machen. Was war das Schlimmste und Unangenehmste für dich in dieser Zeit, als du als Prostituierte gearbeitet hast? Das Schlimmste war, als ein älterer Mann, also ich sag mal jetzt so, weil ich bin ja ziemlich jung, ich bin 21 und bis dahin hatte ich noch nicht sexuellen Kontakt mit älteren Männern. Nicht gewollten Kontakt. Ja, auf jeden Fall, dann kam einmal ein sehr alter Mann rein. Wie alt war der? Sag ich mal 60. Ja. Ja, und dann musste er halt über mich drüber steigen. Ja, und das war für mich ein Traum. Das hat ein Trauma in mir. Keine Ahnung, bis heute in meinem Kopf, das vergesse ich nie im Leben. Ja. Aber ich höre jetzt heraus, dass dir das wahrscheinlich nicht wieder passieren wird, dass du verführt wirst, dass du hinterher als Prostituierte arbeitest. Hast du jetzt offene Augen. Ja, das hat mir wirklich meine Augen geöffnet. Ja. Und als Stripperin arbeiten ist okay für dich. Ja. Das ist für dich ein klar umgrenztes Terrain, aber mehr nicht. Ja, weil das sind zwei verschiedene Welten. Ja, verstehe. Ja, das glaube ich, dass das manche einer sehr geschickt macht und dass die Mädels das erst nach einer gewissen oder sehr langeren Zeit erst dann auch verstehen, um was es geht.
Ja, vor allem, der hat die Phase in meinem Leben erwischt, wo ich emotional sehr instabil war, wegen dem ganzen Problem. Ja, und es sind oft oftmals ja auch ganz junge Mädels, die so rangeholt werden. Ja, und das Problem war, dass ich auch noch so überzeugt von mir selber war, dass ich auf sowas nie reinfallen würde, dass ich das irgendwie halt... Also ich bin froh, Vicky, dass du da unbeschadet rausgekommen bist. Es gibt ja schlimme Geschichten, wo die Mädels dann geschlagen werden oder gefangen gehalten werden und so weiter. Du hast es geschafft und das ist gut. Und ich danke dir für deinen Anruf und dass du mir das erzählt hast. Ja, ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, gute Nacht. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heißt Verführt. Hier ist Michael. Michael ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Michael, verführt. Mein Thema ist, ich wurde mit 13 verführt von der Nachbarstochter, die war 12 und wusste mehr als ich. Du warst 13, sie war 12? Ja. Und das. Und sie wusste mehr als dich? Das ist nicht wie heute, wo das jeder gemacht hat, sondern es war Mitte der 70er. Und das war natürlich eine ganz andere Zeit. Und ich muss dazu sagen, ich wurde von meinen Eltern nicht aufgeklärt. Noch nicht mal über Blumen oder Bienen. Ich wusste nicht, dass es Sex gab. Aber in den 70er Jahren war das doch alles schon sehr locker. Bei uns gab es nicht mal den Stern wegen nackter Titelblätter. Und du hast auch keine Bravo gelesen? Nein, auch durfte ich nicht. Wenn sie das gefunden haben, die haben es zerrissen. Mein Gott, 70er Jahre, da war doch alles irgendwie, lag da schon offen. Bei uns war das preußisch-katholisch ganz streng. Ich hatte jedenfalls nicht ahnt, dass es Sex gab. Und die Nachbarstochter, die hatte dann immer schon mal so kleine Spiele. Lass uns mal Tierdoktor spielen, ein bisschen fummeln, ein bisschen berühren. Und irgendwann muss ich mal sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, sie hatte wirklich alles im Griff. Und dann hatte ich meinen ersten Orgasmus und dann kam das Sperma und ich habe gesagt, was für ein Geklecker. Und ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Hatte sie denn schon eine Erfahrung gemacht oder war das für sie auch das erste Mal? Nein, sie war voll routiniert. Sie war routiniert? Schon alle Handgriffe. Sie hatte also mit anderen Jungs schon einige Dinge gemacht? Das muss sie gemacht haben, denn die hatte alles im Griff, war überhaupt nicht überrascht, hatte schon die Taschentücher parat gelegt und war da in der Hinsicht ganz professionell. War das denn so eine Art Petting oder gab es richtigen Geschlechtsverkehr? Nein, ich glaube, wie würde man das heute sagen? Wir haben ein bisschen rumgefummelt, sie hat mir eine runtergeholt, würde man heute langläufig sagen. Wir mal so hatten ganz nicht richtig Geschlechtsverkehr. Ja. Also das kam irgendwie dann erst später. Ich muss auch dazu sagen, ich war immer der Verführte und dann hat mich mit 17 mein erster Mann verführt. Aha. Lass uns noch mal kurz bei der Geschichte bleiben mit dem Mädel. Bis dahin, als das Mädel dich verführt hat, wusstest du gar nichts? Nee. Gar nichts? Ich wusste nicht mal, dass es Sex gab. Mein Gott, wo bist du denn aufgewachsen, wenn ich mal fragen darf? In einem ganz braven, gut bürgerlichen Haushalt. Aber ich meine, in welchem Bundesland? Also in Frankfurt und in Köln, witzigerweise. Ja, also hör mal. Aber ich bin meistens in Frankfurt groß geworden. Muss ja, aber in Frankfurt. Also, es war alles offen, aber da wurde irgendwie nicht gesprochen. Aber eher da auf dem Land oder wie, in der Nähe von Frankfurt? Nein, Frankfurt, ich bin ein richtiges Stadtkind. Das ist ja verrückt, das kann ich ja gar nicht glauben. Da wussten wir ja früher in Gummersbach schon mehr. Das war dann, ist ja noch länger her. Also ich kann es auch keinem erzählen, besonders wie sich das dann später entwickelt hat. Es war dann halt so... Lass mich mal fragen, wie war das denn dann danach, als das dann passiert war? Hast du gedacht, jetzt bin ich ein Mann? Oder du hast gedacht, eine Katastrophe? Katastrophe. Ich habe mich geschämt. Ich sagte zu ihm, ich muss pinkeln. Ich glaube, ich muss pinkeln. Ich wusste ja nicht, was da kommt. Fandest du es also schön? Schön fandest du es nicht? Ehrlich gesagt, ich fand es spannend, aber ich war total verwirrt. Ja. Und konntest dich danach mit niemandem besprechen darüber? Nee, das haben wir schön geheim gehalten. Es gab keinen besten Freund, wo man irgendwas erzählen konnte? Nee, habe ich mich damals auch nicht getraut. Nee, klar, wenn man dann so verklemmt aufwächst, ist das natürlich auch schwierig. Geschweige denn, dass man die Mutter oder den Vater anspricht. Ja, also nee, keinem was gesagt. Ich muss sagen, ich war damals sowieso immer ein Heimlicher. Ja. Also auch meine späteren Affären, was sich ergeben hat, das war immer heimlich, das habe ich kaum jemand erzählt, selten auch Freunden. An sich habe ich es immer für mich behalten. Nun bist du heute im stolzen Alter von 42. Wirst du denn heute auch noch verführt? Bist du eher jemand, der sich verführen lässt? Viel schlimmer. Ich habe dann mit 17 dieselbe Erfahrung nochmal mit meinem ersten Mann gehabt. Ja. War ähnlich katastrophal. Ja. Hatte ja auch keine Ahnung, dass man Sex mit einem Mann haben kann. Wie alt war der Partner damals? Oh, der war 25. 25? Aber sehr netter und der hat mich auf den Geschmack gebracht. Ach so, da fandst du es dann ein bisschen interessanter als mit dem Mädel? Ich fand
bekommst Sex einfacher. Einfacher? Du bekommst es beim Mann einfacher. Wenn ich ehrlich bin, ich habe dann mir gedacht, du musst dann nicht dauernd Komplimente machen, sind nicht teuer zum Essen einladen. Und na gut, aber das 12-jährige Mädchen muss das ja auch nicht zum Essen einladen und muss das auch keine Komplimente machen. Ja, irgendwie, also Sex mit Männern machte mir dann noch mehr Spaß. Und dann wollte ich es richtig wissen. Ja, das heißt? Dann bin ich von einem sehr schüchternen zu einem total frechen geswitcht. Ach so, du bist ein Draufgänger. Das heißt, du bist dann vom Verführer. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich bin ein guter Verführer. Ja, genau. Du bist dann von dem Verführten zum Verführer geworden. Wie viele Menschen hast du schon in deinem Leben verführt? Kann man ja mal fragen. Oh Gott. Also, ich will es nicht übertreiben, aber bestimmt mehr als in Köln Straßenbahn besteigen können. Wie viele Leute passen denn in die Straßenbahn in Köln? Ich schätze 100. 100. Ja, naja. Ehrlich gesagt, ich bin kein Trophäensammler. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dann zwei Langzeitbeziehungen gehabt und da bin ich dann sehr treu. So. Aber in den Phasen, wo ich da nicht bin, da habe ich mich richtig ausgetobt. Ja, ist auch okay. Also wenn man sich schützt, ist es ja alles okay. Und wenn man in der Beziehung treu ist, ist ja alles im guten Bereich. Ja, und ich bin jetzt seit 15 Jahren befreundet. Ja. Und für mich war einfach der Punkt, es kam durch meinen Beruf. Ich war ein sehr schüchternes Kind und dann bin ich Disc-Jockey geworden. Ach, guck. Die haben ja natürlich tolle Chancen, ne? Disc-Jockeys haben immer gute Chancen bei Frauen oder bei Männern, wie egal, auch immer. Egal, wo du stehst auf der Bühne, ich mache das bis heute, spiele auch viel in der Gay-Scene und da stand ich plötzlich im Mittelpunkt und bin von meiner Schüchternheit weggekommen und plötzlich saßen die dann und haben gewartet bis Feierabend und ich gebe auch ganz offen zu, das habe ich natürlich dann auch damals ausgenutzt. Was meinst du, wie viele Leute, die heute sehr präsent und sehr selbstbewusst oder gar in der Öffentlichkeit stehen, wie viele davon graue und verschüchterne Mäuschen waren früher in ihrer Kindheit, Jugend? Und das dann hinterher dadurch auch zu kompensieren versucht haben. Ich glaube, das war für mich so eine Art Kompensation. Ja. Und ich wollte dann auch alles wissen. Und dann war ich dafür Führer. Und es war dann so später, dass ich alle möglichen Leute zum ersten Mal zu anderen Sexpraktiken verführt habe. Ah, wenn die dann gesagt haben, ich habe Interesse an diesem und jenem, aber noch nie gemacht, bin ich dann derjenige, der gesagt, komm. Wie hieß denn eigentlich die Schöne von damals, die 12-Jährige? Sie hieß Sabine. Sabine. Wollte Tierärztin werden, das ist sie auch geworden. Die Sabine, die ist heute Tierärztin. Und ich muss jedes Mal auch lachen, wenn sich eine Frau bei mir vorstellt und sagt, ich heiße Sabine. Ich lache sie dann an, sagt, tut mir leid, du kannst nichts dafür. Aber das finde ich ja immer ganz toll, wenn man so Revue passieren lässt oder zurückblickt und dann überlegt, was mag so aus den Leuten geworden sein? Wie wird Sabine heute leben? Wie lebt Sabine heute? Ist sie eine brave Hausfrau? Ich weiß leider, sie ist von Frankfurt weggezogen oder jedenfalls woanders hin. Ich weiß leider nicht, wo sie ist. Ich wollte sie immer mal besuchen und aussuchen. Die Sabine. Grüßen wir mal Sabine, die Tierärztin. Vielleicht weiß sie Bescheid, wenn sie es gehört hat, Michael aus Frankfurt, damit sie schon Bescheid wissen. Ja, das würde mich dann echt freuen. Michael, danke für den Anruf und für die nette Geschichte. Tschüss. Alles klar, danke schön. Tschüss. Nick ist hier. Ich freue mich, ihn begrüßen zu können. 7:30 Uhr. Hallo Nick. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Nick, verführt. Das sind eine unglaubliche Parallelen jetzt gerade zu Michael, das ist echt witzig. Ehrlich? Erzähl. Naja, das hat mit der Geschichte nichts zu tun, aber das 70er Jahre, wo du gesagt hast, bei mir war das ganz genauso wie bei ihm. Mhm. Wir durften nichts, wir wussten nichts und die erste Erfahrung, die war ganz ganz seltsam. Ja. Ganz. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, aber ich musste die ganze Zeit schmunzeln, wo ich das jetzt gehört habe. Mhm. Ich verführe. Du verführst. Ich verführe, genau. Wen oder was verführst du und zu was? Ich verführe Frauen, in erster Linie Frauen, dazu, oder ich muss das anders formulieren, ich bin immer darauf aus, Menschen für mich zu gewinnen. Mhm. Es geht nicht primär darum, mit einer Frau ins Bett zu gehen, das passiert natürlich dann auch ab und an, aber es geht in erster Linie darum, einen Menschen für sich komplett zu gewinnen. Mit dem Ziel? Das Ziel ist ganz schwer zu sagen. Ich bin so aufgewachsen, dass ich sehr viel in Kliniken zugebracht habe, dass ich mit in der Schule, also ich war immer ein Einzelgänger. In Kliniken, warst du krank? Oder? Nö, rein orthopädisch. Ich hatte mehrere Komplikationen am Bein, an der Hüfte und so weiter. Mhm. Und mittlerweile sieht man aber auch fast nichts mehr davon. Also ich habe zwar viel in der Zeit mitgemacht, aber es ist auch sehr gut repariert worden, wenn man das so überhaupt sagen kann. Also nochmal zu dem Ziel. Mit welchem Ziel willst du die Leute für dich gewinnen? Einfach wirklich, um einfach das Gefühl zu haben, ich kann sie quasi eigentlich manipulieren. Ja? Mhm.
Aber ich will sie ja nicht manipulieren, ich will sie einfach für mich gewinnen. Was machst du denn dann? Genau, wenn du sie gewonnen hast, wenn du merkst, dass dir jemand sehr zugetan ist, dass der dich mag, egal ob Mann oder Frau, was machst du denn dann? Reicht dir das schon als Trophäe oder? Ja. Ach, das reicht. Das reicht mir. Wenn wirklich es passiert, quasi höchst selten, dass wirklich daraus irgendwas entsteht. Also du pflegst dann diese entstandenen Beziehungen, die pflegst du nicht? Nein, nee. Die pflege ich nicht. Und das gipfelt bei Frauen wahrscheinlich dann im Sex, dass du einmal mit denen schläfst? Das kann sein, das muss aber überhaupt nicht sein. Ja, und wie ist das bei Männern, wenn du einen Mann für dich gewinnst? Dann nicht aus sexuellen Gründen. Also nee, das war mir schon klar. Okay. Worin gipfelt das denn dann? Oder ist das dann auch so leichtlebig, kurzlebig? Ich würde mal sagen, das geht wirklich in erster Linie um Frauen. Um Frauen, ja. Weil mit Männern kann man wirklich gut befreundet sein, mit Frauen, das Thema. Ich versuche, die mich anmachen, das ist keine Frage, ja. Ja. Oder die irgendwie irgendwas Interessantes haben. So, jetzt muss ich dich natürlich auch fragen, wie ich das mich da gerade gefragt habe. Wie viel Mal hast du denn schon verführt? Wie viele Frauen sind dir schon zum Opfer gefallen? Also ich führe jetzt auch wirklich kein Tagebuch und so weiter, aber ich habe es irgendwann mal überschlagsweise mir selber überlegt und es waren über 150. Das ist schon eine stolze Leistung. Das ist keine Leistung. Leistung ist traurig. Ja, gab es denn, ja stimmt, Leistung ist es nicht. Ja. Das habe ich jetzt also daher gesagt. Nein, das ist schon klar, aber ja. Gab es denn zwischendurch auch mal Langzeitbeziehungen mit Frauen? Eine einzige nur? Eine einzige Langzeitbeziehung, überhaupt eine Beziehung in der Zeit, das war 7 Jahre lang. 2 Jahre lang war man zusammen in einem Ort und der Rest war Fernbeziehung. Mhm. Warst du denn in dieser Zeit, während du mit dieser Frau zusammen warst, treu? Zumal die letzten 2 Jahre nicht mehr. Ja. Die letzten 2 Jahren war ich nicht mehr treu. Wir haben auch nicht mehr geschlafen miteinander. Mhm. Wie lange liegt das zurück? Wie lange liegt diese Beziehung jetzt zurück? Diese Beziehung liegt jetzt ungefähr 4 Jahre zurück. Mhm. Hast du Sehnsucht nach einer festen Geschichte? Eigentlich schon, ja. Ja. Ich habe natürlich immer ein bisschen Angst, dass das trotzdem... Im Endeffekt verführt die ganze Geschichte ja mich dann wiederum, weil ich einfach merke, was alles funktioniert, was einfach auch manchmal sehr einfach gehen kann. Mhm. Wo verführst du die Frauen? Wie und wo lernst du sie kennen? Ich bin unter anderem als Sänger ausgebildet und kann sehr viel über meine Stimme machen. Ja. Ich habe eine meistens relativ etwas tiefere Stimme. Sänger als Opernsänger oder? Nee, zwar klassischer Gesang, aber ich habe dann in der Richtung nie wirklich arbeiten wollen, weil von dem möchte ich nicht wirklich leben müssen, sondern wirklich immer als Hobby. Ich bin sehr viel in Chören gewesen, in Ensembles gewesen oder bei Auftritten kann man wunderbar Leute kennenlernen. Ja, natürlich. Ja. Das heißt, du machst das jetzt so als Hobby oder? Ich mache seit Jahren gar nichts mehr in der Richtung. Ach so. Na gut, aber die Frage, ja, wo lernst du die Frauen kennen? Du gehst ja nicht singend durch die Straßen. das wäre vielleicht mal eine neue Idee. Wo kommt der Gummersbach, soll ich es da machen? Nee, wirklich nicht. Ja, gehst du in Kneipen oder machst du es über das Internet oder in Disco? Oder? Ich auch Internet auf jeden Fall. Mhm. Nachdem ich selber in der Online-Branche arbeite. Mhm. Weiß ich doch relativ viel, was wo wie und so weiter läuft. Ich habe selber viel ausprobiert in der Richtung. Ödet dich das nicht an? Ich meine, du bist jetzt auch. Ödet mich an. Ich wollte sagen, es ist immer das gleiche Ritual. Ne? Du kannst wahrscheinlich von vornherein schon sagen, so wird es jetzt gleich ablaufen und in 1, 2, 3 Tagen oder in der Woche ist es dann, das war's dann. Ja, so ungefähr. Manchmal geht es über einen längeren Zeitraum, bis es entsprechend soweit ist. Mhm. Aber es sind immer wieder ähnliche Rituale, weil man sich gerne auch mal wieder Leute sucht oder eine Frau sucht, die in ein gewisses, ich mag ungern so Pauschalierungen, aber die doch in eine Art Muster wiederum reinpasst. Mhm. Macht dir überhaupt der Sex noch Spaß oder ist das auch schon zu ritualisiert? Der klassische Sex macht mir eigentlich mit so einer Frau nicht mehr wirklich Spaß, ja, weil ich von mir selber ja nichts hergeben kann. Mhm. Deswegen wäre es schön, wirklich eine richtige Beziehung mit zu haben. Ist sehr schwierig, glaube ich, wenn man einmal in so einen Weg eingefahren ist, in dem du jetzt bist, dich da rauszuholen wieder. Das ist sehr schwierig. Je älter du wirst und je öfter du das machst, desto betonierter ist das.
Genau, also völlig recht. Ja, glaube ich auch. Da musst du irgendwie versuchen, einen Haken zu schlagen, irgendetwas auch Ungewöhnliches zu machen, sonst wirst du alleine bleiben. Genau, das ist nicht unbedingt die Befürchtung, alleine zu bleiben, weil ich bin sehr viel in meinem Leben ja schon allein gewesen. Ja, dann wirst du ohne Liebe bleiben, sagen wir es so. Da hast du völlig recht, ja. Mhm. Hast du sonst ein gutes Umfeld? Hast du ein paar sehr gute Freunde, mit denen du eingebettet bist? Ich habe ein äußerst distanziertes Verhältnis zur Familie, mhm. aber ich habe ein paar sehr enge, sehr, sehr gute Freunde. Ja. Wobei zwei meiner Freunde eigentlich ähnlich ticken, mhm. also ähnliche Dinge machen, mhm. Beide auch wiederum keine Beziehung haben. Aber ansonsten, ich habe noch zwei, drei wirklich gute Freunde ansonsten. Mhm. Ich habe im Freundeskreis auch zwei Jungs, die so leben wie du. Okay. Ungefähr so, wie du es gerade beschrieben hast. Die sind jetzt, einer ist ungefähr in deinem Alter, der andere ist etwas älter. Und vor allen Dingen auch bei dem Älteren kriege ich das schon mit, dass der, je älter er wird, desto mehr leidet er auch darunter. Weil er sich angeödet und gelangweilt fühlt von dieser ganzen, von dieser Art des Lebens. Und er es auch verlernt hat, gezielt, ja, ich sage es mal so, den nach einem Menschen in der Frau zu suchen. Nach einem Menschen zu suchen. Ich suggeriere ja zumindest meinem Gegenüber, dass ich die Menschen sehe, dass ich die Menschen verstehe. Das ist ja dein Spiel. Ja, natürlich, das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Das ist, für den Gegenüber ist es ja kein Spiel, für den anderen komme ich unheimlich empathisch rüber und so weiter. Ganz guter Trick ist, glaube ich, wenn sich eine Frau dir mal nähern dürfte, die eigentlich nicht deinem Beuteschema entspricht. Ja. Da können sich ganz andere Kommunikationsebenen ergeben. Sonst, wenn das immer so dieselben sind, auf die du stehst, wird das immer so gleich ablaufen, wie du es kennst. Absolut, ja. Aber da muss jeder für sich irgendwie so einen Dreh finden. Also ich würde es dir wirklich dringend empfehlen. Ja, ich versuche es. Ich werde jetzt jobmäßig einiges ändern. Mhm. Ich bin sehr stark vertrieblich unterwegs. Mhm. Nachdem ich früher auch so wahnsinnig schüchtern war, wie dieser Michael zum Beispiel. Mhm. Und mich echt nichts getraut habe. Und verrückt, irgendwann kam ich so, dass sich das dann so umkehrt. Ist voll umgekehrt, ja. Völlig verrückt, ja. Ist total verrückt, aber wenn bloß eine Kleinigkeit wieder geklappt hat, dann läufst du mit dem Grinsen einfach durch die Gegend und kannst damit eigentlich wieder Leute unheimlich gut kennenlernen. Mhm. Also aus allen möglichen Situationen heraus. Und das macht unheimlich Spaß. Die Frage ist, das, was man da kann, mit dem Verführen, mit der Empathie und so weiter, kann man das irgendwie positiv nutzen für was komplett anderes. Mhm. Ja, vielleicht auch. Aber da muss man viel über sich nachdenken und unter Umständen auch einen ganz anderen Weg einschlagen, als den man gegangen ist bisher. Genau, und die Initialzündung kann ja zum Beispiel dann im Gespräch mit dir erfolgen. Ja, vielleicht. Wer weiß, was jetzt nach dem Gespräch alles so in dir rumort, genau. So die nächsten Tage und Wochen. Alles klar. Nick, ich wünsche dir eine Liebe. Sagen wir, verbleiben wir so. Alles klar. Alles Gute. Danke dir vielmals. Tschüss. Ciao. Unser Thema heißt verführt und demzufolge möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die schon verführt wurden, zu was auch immer. Das kann vom Verbrechen bis zum Sex reichen oder die verführen, die andere Leute schon verführt haben, vom Verbrechen bis zum Sex. Herzlich willkommen, Nicole. Nicole ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Nicole, hallo. Ja. Ja, bist du eine Verführerin oder bist du ein Opfer? Ich bin verführt worden. Von wem? Ja, also das ist ein guter Freund der Familie, den habe ich immer Patenonkel genannt, weil der hat sich um mich gekümmert, seitdem ich 8 Jahre alt war. Mhm. Und er hat sich immer sehr, sehr um mich gekümmert und so. Und das war jetzt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gewesen. Der ist LKW-Fahrer, muss ich dazu sagen. Wie alt ist er? Er ist 42. 42, ja. Ja, und dann war das halt so gewesen, dass er immer vorgeschwärmt hat, wie es denn ist, im LKW zu sein, im LKW zu leben und auf der Straße zu sein und so.
Und das hat mich halt interessiert. Und ich bin halt mitgefahren. Entschuldigung, ich muss hier nochmal fragen, weil ich keine Störung am Koffer hatte. Wurde er Patenonkel genannt oder war es dein oder ist es dein Patenonkel? Nein, es ist nicht mein Patenonkel. Ich habe ihn Patenonkel genannt, weil er sich so um mich gekümmert hat. Verstehe. Okay, entschuldige, das hatte ich nicht akustisch nicht ganz mitbekommen. Okay, jetzt bist du mitgefahren. Ja, ich bin mitgefahren und schon bei der Fahrt hat er gesagt, von wegen, was ich doch für eine schöne Frau bin und hier und da. Und dann habe ich schon gesagt, ach, lass das mal, ich, wir sind jetzt unterwegs und so. Und irgendwann haben wir dann angehalten an so einem Parkplatz, wo mehrere LKWs standen und so. Mhm. Und haben ein bisschen was gegessen und so. Und dann hat er wieder gesagt, von wegen, was ich doch für eine schöne Frau bin. Und dann kam in mir so ein Gefühl hoch, von wegen Geborgenheit und Sicherheit und so. Mhm. Weil ich habe mit 18 schon geheiratet und, und ich lebte da schon in Trennung von meinem Mann und so. Mhm. Und was er gesagt hat, hat noch nicht mal mein Mann zu mir gesagt. Mhm. Und dann hatten wir uns geküsst. Und dann habe ich ihn aber wieder weggedrückt, weil ich gesagt habe, nein, ich kann es nicht, ich will es nicht. Und dann fing er aber wieder an, von wegen, ja, Mensch, du bist so eine schöne Frau und guck dich doch mal an und hier und da. Hatte ich das nicht doch auch sehr irritiert, weil du diesen Mann ja eben so lange schon kanntest? Ja, es hat mich irritiert, aber in dem Moment war mein Kopf wie leer. Also, ich habe gar nicht mehr so an früher gedacht. So, ja. Das war ganz, ganz komisch. Also, ihr habt euch dann geküsst? Mhm. Ja. Und dann habe ich ihn weggedrückt, weil ich gesagt habe, ich will das nicht, ich kann das nicht. Ja. Und dann hat er halt wieder gesagt, von wegen, was ich doch für eine schöne Frau bin und hier und da und ich soll mich mal angucken. Und ja, und dann ist es irgendwann passiert, dass wir hinten in die Schlafkoje gegangen sind. Mhm. Und dass wir dann halt miteinander geschlafen haben. Mhm. Dann hast du dann aber schon auch freiwillig mitgemacht. Er hat dich nicht dazu gezwungen. Nein, er hat mich nicht dazu gezwungen. Er hat dich verführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, genau. Ja. Und und es war sehr schön. Also es war eigentlich schön und so. Aber bis dann auf einmal halt am Fenster geklopft worden ist vom LKW. Mhm. Und wo... Er heißt Andreas und ist dann aufgestanden und ist dann zum Fenster gegangen, um zu gucken, wer das ist, weil es hätte ja auch die Polizei sein können oder was weiß ich da, Kontrolle oder irgendwas. Ja. Und er ist dann nach vorne gegangen, hat geguckt und dann war da noch ein LKW-Fahrer, der genau neben ihm stand und der wohl irgendwie was mitgekriegt hatte oder so. Mhm. Und der den eiskalt gefragt hatte, ob er mitmachen könnte. Ach. Das sind ja Sachen. Ja, und dann habe ich mich angezogen, weil mir das so unangenehm war. Also du lagst oben noch in der Koje und der andere LKW-Fahrer fragte, kann ich reinkommen, kann ich mitmachen? Ja, genau. Und wie hat denn dein Andreas darauf reagiert? Ja, er hat gelacht und hat gesagt, nee, lass mal und so und lass uns mal alleine und so. Mhm. Und ich habe mich halt hinten in der Koje schon wieder angezogen und so. Mhm. Und da hatte er halt wieder das Fenster hochgemacht und kam nach hinten und hatte mich dann gefragt von wegen, warum ziehst du dich denn an? Dann habe ich nur gesagt, ich will nach Hause, weil mir das so unangenehm war, dass ich zu ihm dann gesagt habe, ich will nach Hause. Mhm. Und er gesagt hat, das geht aber nicht so einfach, wir sind erst morgen Abend wieder zu Hause. Mhm. Und dann habe ich halt die ganze Fahrt beziehungsweise den ganzen Tag bis nächsten Abend nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich mochte ihn schon gar nicht mehr angucken. Oh. Also ja, mir war das... Doch, danach schon ganz schön unangenehm. Also, weil dann wieder so der Gedanke im Kopf kam, Mensch, du kennst ihn schon jahrelang, schon seit Kind her und was hast du gemacht? Und also er hat dich verführt, du hast es freiwillig mitgemacht, aber nach Voltaner Aktion wurde dir klar, was es so war und das schlechte Gefühl kam dann hoch. Ja, genau. Das ist natürlich unangenehm, wenn du dann so lange noch neben ihm sitzen musstest. Hat er denn versucht dann noch mit dir darüber zu reden? Ja, er hat gesagt, von wegen, komm, lass es uns vergessen und so. Und es war einmalig, es war wunderschön und fing dann an, wie schön es doch war und wie schön ich doch bin und so. Und wo ich dann zu ihm gesagt habe, bitte lass das jetzt. Hat er gar nochmal angefangen, dass er dich nochmal verführen wollte? Ja, ich habe das Gefühl gehabt, ja. Also wenn du ein bisschen auf eingegangen wärst, hätte er es nochmal gemacht? Ja, genau. Ja. Das liegt jetzt genau wie lange zurück? Also, ja, so ein Jahr. Ja, hat sich das Verhältnis denn dann seitdem zwischen dir und ihm, der dir ja früher ein wichtiger Mensch war, entwickelt? Ja, er kam dann nochmal zu meiner Mutter. Ich habe dann eine kurze Zeit bei meiner Mutter gelebt und kam dann nochmal zu meiner Mutter. Meine Mutter wusste davon ja nichts, weil ich kann meiner Mutter ja nicht sagen, du, ich habe da mit ihm geschlafen oder so. Weil mir war das ja meiner Mutter gegenüber auch unangenehm, es ihr zu sagen. Also ich habe das gar keinem erzählt. Mhm.
Und er hat halt angerufen und meine Mutter hat halt gefragt, warum willst du nicht mit ihm sprechen? Mhm. Du kamst doch damals schon mit ihm so gut klar und du warst doch mit ihm auch unterwegs. Das war immer ein Freund der Familie, kann man sagen. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Und irgendwann stand er dann vor der Tür, meine Mutter hat ihn reingelassen, weil meine Mutter wusste davon ja nicht. Mhm. Und hat mir dann ja so offenbart von wegen, dass er mich immer noch so mag und hier und da und hat aber immer noch so getan, so als wäre, ja, genau wie ich, so als wäre nichts gewesen. Mhm. Und das ist bis heute so? Nee, heute ist der Kontakt ist abgebrochen. Ist abgebrochen. Ist eingeschlafen, sag ich mal. Bereust du das, dass du dich da hast darauf eingelassen? Bereuen würde ich mal nicht sagen. Ich würde mal sagen, es ist, wenn ich so drüber nachdenke, ist es mir unangenehm. Aber bereuen, nee, eigentlich nicht. Achso, das heißt, das hat dir in dem Moment hat es dir schon Spaß gemacht. Ja, genau, in dem Moment hat es mir Spaß gemacht. Andererseits ist natürlich euer Kontakt, der offensichtlich früher immer gut war, dadurch jetzt kaputt gegangen, ne? Ja, das ist schade, bloß, wie heißt es jetzt, ich komme damit halt nicht klar, so wenn er halt so spricht, wie er es halt auf der Fahrt gemacht hat, beziehungsweise bevor das passiert ist, so von wegen eine schöne Frau. Ja gut, du kannst dich ja dem entziehen, du siehst den, wenn du das nicht willst, siehst du den doch gar nicht, ne, oder? Nee. Ja. Nochmal eine Frage zur Klarstellung. Als das passiert ist, ich glaube, so hattest du es gerade aber auch gesagt, da warst du schon in Trennung von deinem Mann. Ja, genau. Ja, also du warst mehr oder weniger dann für dich frei und konntest da, hattest da kein schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber. Nein, nee. Also da war ich schon, ich schon in Trennung und. Ja. Ja, Nicole. Ja. Was kann man daraus, deine Lehre daraus ziehen aus der Sache, die da gelaufen ist? Ja. Nämlich? Also ich habe da eine große Lehre draus gezogen, von wegen, dass junge Frauen beziehungsweise ich zum Beispiel nicht gleich bei jedem guten Wort, was Leute sagen, nicht gleich alles, alle Liebe und alle Hoffnung reininterpretieren. Das heißt, auch ein bisschen einen Schritt zurück machen. Das heißt, sich das erstmal von Weitem angucken. Hat bevor man sich einem Menschen nähert. Ja, hat die Vicky so ähnlich auch gesagt vorhin, die von dem Zuhälter so eingesponnen wurde und das gar nicht gemerkt hat, was letztendlich dahinter steckte. Ja, genau, man muss sich erstmal die Leute, sag ich mal, erstmal vom Weiten angucken, bevor man, okay, ich kannte ihn jahrelang, aber das ist wieder was anderes. Das ist wieder was anderes als das, was passiert ist. Das glaube ich auch, ja. Liebe Nicole, danke, dass du uns das erzählt hast. Ja, und bitte. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Sebastiano ist hier. Hallo, 20 Jahre. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Sebastiano, stimmt das? Sebastiano, genau, richtig. Nicht Sebastian, sondern Sebastiano. Noch ein O hinten drauf, genau. Bist du italienischer Abstammung oder so? Genau, richtig, Italiener. Sebastiano. Klingt doch fast schöner als nur Sebastian. Ja, sagen viele. Ich finde nicht so schön, aber na gut. Sebastiano. Zu unserem Thema. Ja, zu deinem Thema. Bei mir geht es mit der Verführung an, also es geht um Spielautomaten. Oh. Spielen. Und ich hatte mit dir auch schon mal, ich weiß nicht, du kannst sicherlich nicht dran erinnern, schon mal fast vor einem Jahr mit dir telefoniert. Da ging es auch um das gleiche Thema. Du batest mich damals mal nach Ostern anzurufen. Ja. Bin aber nicht durchgekommen. Ja. Hab dir Besserung versprochen. Bitte? Ich habe dir da damals Besserung versprochen. Ja, und wie ist der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, es ist jetzt richtig akut. Ja. Und ganz schlimm. Also, erzähl mal. Du bist spielsüchtig? Ja, ich bin, ja, kann man so sagen. Was und wo spielst du? In sogenannten Spielotheken. Ja. Spielautomaten, an denen man auch vom Gesetz her gewinnen darf. Mhm. Und das jetzt mittlerweile täglich, jede freie Minute. Sobald ich Geld habe, wandert das in diesen Automaten rein. Hast du Schulden mittlerweile? Jetzt ja. Wie viel? Es ist nicht viel, es sind 1.500 Euro. Muss man jetzt immer genau alles zusammenrechnen. Wo hast du diese Schulden gemacht? Das ist jetzt wieder das Thema, warum ich überwiegend anrufe, weil ich mich die Schnauze voll habe. Ich habe nämlich am Freitag mein Ausbildungsgeld erhalten, bin damit spielen gegangen, habe dieses Geld verdreifacht. Da reden wir dann über 900 Euro. Diese 900 Euro habe ich gestern Abend verspielt. Habe dann heute bei der Bank nachgefragt, ob ich nicht ins Minus gehen darf. Darf ins Minus gehen, habe 650 Euro bekommen und habe die heute wieder verspielt. Und ich kann einfach nicht mehr, Domian.
Das heißt, die Schulden, die jetzt entstanden sind, das habe ich jetzt nicht so zusammenrechnen können, aber egal, die sind bei der Bank. Die sind jetzt diese 600 Euro noch dazu, siehst du, die sind heute noch dazugekommen. Ja, ach so. Mhm. Also noch dabei bei den ganzen Schulden, bei den Bekannten, die ich habe. Mhm. Und ich möchte es einfach nicht mehr. Ich weiß selber, wie dumm das ist. Du bist in einer Ausbildung. Ich bin in einer Ausbildung, ja. Zu was? Als Tankwart. Als Tankwart. Ist das eine Ausbildung? Ist das ein Ausbildungsberuf? Es ist ein anerkannter Ausbildung. Ah ja. Mhm. Ja. Wie lange musst du noch? Ich habe am 1.9. angefangen. Ja. Also auch noch nicht so lange dabei. Hab davor gekellnert, war auch in der Gastronomie auch fest angestellt. Mhm. Und was ich verdient habe, ging halt in diese scheiße Automaten rein. Ja. Lebst du alleine? Nein, ich lebe mit meinem Papa. Mit meinem Papa und meinen beiden Geschwistern. Wissen die Bescheid? Das ist wieder das Thema, ne? Mein Vater hat auch eine Spielothek. Der hat eine Spielothek? Er hat auch eine Spielothek, ja. Also er besitzt eine? Er besitzt eine. Er hat selber auch eine. Ach du je. Das heißt, du gehst dann auch noch in die Spielothek von deinem Vater? Nein. Nee, das nicht. Ich war damals bei meinem Papa ausgeholfen, da zu arbeiten. Mhm. Und da fing das alles an. Mhm. Dann habe ich heimlich im Automaten gespielt, habe dann ab und zu mal einen Gewinn abgeschöpft. Mhm. Wie alt warst du, wenn du heute sagen müsstest, da fing es an, wie alt warst du? Das ist nicht mehr erlaubt gewesen, da war ich 17 Jahre alt, als ich da gearbeitet habe. Hat denn dein Vater mittlerweile, registriert er das, wie ernst es ist? Ja, er weiß, dass ich es lange gemacht habe, nur ich bin nur am Lügen, Domian. Ich lüge alle Leute an. Also im Moment denkt er, es ist in Ordnung, oder wie? Ich bin clean und sauber, ich lüge ihm das Blaue vom Himmel runter. Und die Geschwister, sind die älter als du? Nein, beide jünger. Beide jünger. Wie viel jünger? Ja, 15 und 11. 15, 11, ja gut, dann ist das... Also 5-9 Jahre. Mhm. Wenn du jetzt dein ganzes Geld verspielt hast und so viel Schulden, also noch nicht so sehr viel, das ist alles noch im Rahmen dessen, was man noch schaffen kann. Mhm. Von was lebst du so? Also du wohnst bei deinem Vater und du brauchst ja auch mal ein bisschen Kohle. Wie machst du das denn? Ja, also entweder beiße ich extrem auf die Zähne oder leiste mir wieder von anderen. Da also, hast du mal da Fünfer, hast du mal da einen Zehner. Ja. Ja. Also es wird geschnorrt durch den ganzen Scheiß. Mhm. So, nun weiß ich, dass ich vor einem Jahr dir gesagt habe, dass du, wenn du das alleine nicht schaffst, dass du dir eine professionelle Hilfe suchen musst. Ja, da habe ich auch viel telefoniert. Mhm. Bis du da eine richtige Nummer findest, dass dir da geholfen wird. Ja. Ich komme aus Düsseldorf und bis ich da jemand an der Strippe hatte, der mir da helfen wollte, ist das dann aber auch wieder... alles daneben gelandet, habe ich alles wieder vertagt und vertagt und vertagt. Also es gab keinen Kontakt mit einem Therapeuten? Leider nicht, nein, Domian. Und ich weiß selber, dass ich Hilfe brauche. Ich weiß, wie dumm es ist, mich stört, dass ich andere Leute anlüge. Ich lüge meine Freundin an, meinen besten Freund. Ach, du hast auch eine Freundin? Ich habe auch eine Freundin, ja. Und sie weiß auch, dass ich diese Scheiße gemacht habe. Ja. Sie weiß jetzt nicht von dem Vorfall von Freitag, sprich heute. Also die Luft wird immer dünner bei dir. Ja, und ich habe Angst, dass es... Der Strick zieht sich zu. Ich habe Angst, Scheiße zu bauen, Domian. Ich habe Angst für den Scheiß, wenn ich jetzt sage, wie bewusst mir das ist, dass man das nicht machen darf. Mhm. Aber ich habe Angst, kriminell durch diese Scheiße zu werden. So, da ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Insofern bin ich sehr froh, dass du nochmal angerufen hast. Wo du wirklich die Notbremse ziehen kannst. Du hast 1.500 Euro Schulden. Das ist schon Geld, klar. Aber es ist jetzt auch noch nicht eine Summe, die dich komplett erschlägt. Finde ich schon mal wichtig. Dann hast du den Willen. Das ist A und O bei allen Leuten, die in irgendeiner Sucht drin stecken. Die müssen selbst den Willen haben, da rauszukommen. Sonst kann man es vergessen. Die müssen das wollen. Das ist schwer genug dann, hinterher es zu schaffen. Hat man den Willen, wenn man aber trotzdem immer wieder tut? Ja. Das verstehe ich nicht. Warum gehe ich immer wieder da rein, ja, weil ich Geld in der Tasche habe und spiele? Ja, weil du bisher ja auch noch nicht wirklich etwas unternommen hast dagegen. Du hast es angefangen, hast dann aufgegeben, weil man viel rumtelefonieren muss und dann hast du das Ganze fahren lassen. Und das ist im Sande verlaufen. So, ich glaube auch, dass wenn man in einer Sucht drin steckt, dass man auch immer wieder erstmal noch heftige Rückfälle erleben muss, bis man selbst auch wach wird. Und ich habe den Eindruck, oder würde mir das ja wünschen, dass du jetzt in so einer Phase bist, wo dir jetzt wirklich allmählich die Augen aufgehen. Wenn du jetzt so... Das hatte ich schon ganz oft. Ich habe schon des Öfteren viel Geld gewonnen und habe mir gesagt, das Geld tust du weg, machst dafür deinen Führerschein, kaufst dir was, kaufst deiner Freundin was. Okay, aber das schaffst du nicht. Die Erkenntnis hast du ja schon gesammelt, dass du das nicht schaffst. Also nur die reine Logik und Vernunft, die hilft nicht.
Das heißt, der nächste Schritt ist, dass du dir von außen Hilfe holen musst, dass du mit jemandem arbeiten musst, der sich mit Spielsucht auskennt. Du musst in eine richtige Therapie. Punkt. Das will ich auch, da bin ich auch bereit für. Ja. Nur ich verstehe mich selbst nicht, ich verstehe es einfach nicht. Ich sage das jetzt zu dir, ich bitte drum, ich habe auch gerade mit deinen Kollegen gesprochen, habe gesagt, bitte helf mir. Ich will das durchziehen, nur ich glaube, was glaubst du? Dass ich da irgendwie noch eine zweite Person brauche, nur ich weiß nicht wen. Ja, gut. Alleine, das weiß ich nicht. Gut, klar, es ist meine eigene Sache, da jemanden zu finden. Nee, ja, das ist letztendlich dann auch deine eigene Sache. Natürlich können wir dir gleich auch wirklich nochmal behilflich sein, was du in Sachen Spielsucht, ich meine, du wohnst in Düsseldorf, eine große Stadt mit sehr viel, oder im Umland, wo es genügend Leute gibt, die da auch Ansprechpartner für dich sein können. Du willst es, das finde ich gut. Und du hast wahrscheinlich ist auch die Gefahr erkannt. Stell dir mal vor, du würdest wegen diesem ganzen Dreck in ein kriminelles Milieu absacken. Und du würdest irgendwelche Dinge drehen. Domian, wo ich gerade dieses ganze Geld verspielt habe, ne? Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich an Geld illegal komme. Ja, so machen das alle, die in den Situationen sind wie du. Und so fängt es bei den meisten an. Deshalb ist es ein Segen, dass wir auch jetzt haben reden oder dass wir miteinander sprechen können. Du hast eine Lehrstelle, die war wahrscheinlich auch nicht so einfach zu finden. Oh, da bin ich dankbar, dass sie bekommen hast. So. Hast du noch alles zu versauen wegen dem Schwachsinn? Du riskierst, Kopf und Kragen, du machst dein ganzes Leben kaputt, dein Umfeld kaputt, alles. Wenn du jetzt nicht streng und radikal mit dir bist. Und die Radikalität fängt morgen an, indem du das umsetzt, was der Peter, meinem Psychologe, dir gleich noch geben wird an Telefonnummern. Das ist dann auch alles nicht so einfach. Da wird dann morgen auch kein Therapeut bei dir ins Haus kommen und sagen, ja, hier, wir sind von Domian und wir helfen dir jetzt. So geht das nicht. Wir können dir das an die Hand geben und dann musst du es selbst in die Wege leiten. Anders geht's nicht. Aber das musst du dann auch tun. Eine Frage noch an dich, Domian. Ja. Was mache ich jetzt in der Situation? Ich habe jetzt wieder alle angelogen, habe gesagt, ist alles in Ordnung, alles gut. Ich habe gerade mit ein paar Leuten telefoniert und die haben halt gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Ich habe jetzt diese ganzen Schulden. Das kommt raus, dass ich kein Geld habe. Mein Vater wird mich fragen, mein Chef wird mich fragen, den ich auch seit 17 Jahren kenne. Dadurch bin ich an die Ausbildung gekommen. Ja. Weißt du, Wenn ich reinen Tisch mache, bin ich bei sehr vielen Leuten unten durch. Ja, mach reinen Tisch. Gleichzeitig mit der Information, dass du dann und da eine Therapie anfängst oder da und dorthin gehst. Dann nehmen die Leute ernst, dass du dich wirklich verändern willst. Du musst reinen Tisch machen, sonst kommst du sowieso nicht mehr raus aus der ganzen Verschachtelung. Ich habe nur Angst, dass meine Ausbildungsstelle zu verlieren. Weil der Chef, das ist einer, der mich seit 17 Jahren kennt, hat er mich mit in seine Tankstelle genommen. So, und wenn du dem Mann sagst, pass mal auf, ich habe so viel Scheiße gebaut und ich bereue das wirklich inständig und habe hier vielleicht eine Bescheinigung, dass ich in 2-3 Wochen oder ab Januar in eine Therapie gehe und das in die Wege geleitet habe schon, dann unterstreicht das deine Glaubwürdigkeit. Meinst du, das wird er verstehen? Ich hoffe es sehr. Ich glaube, dass du in der Situation nur mit Ehrlichkeit vorankommst. Weil jede weitere Lüge verstrickt dich noch mehr und irgendwann platzt das ganze Ding und dann hängst du komplett in der Luft. Ich glaube, man hat immer Respekt vor Leuten, die einem sagen, ich habe Scheiße gebaut, ich hänge weit unten, aber ich will was verändern und hier, das ist der Beweis, dass ich was verändern will. Ich glaube, jeder vernünftige Mensch hat da Respekt vor. Und wenn die Leute merken, dass du das wirklich ernst meinst, dann wird das auch funktionieren und dann wirst du das auch schaffen, da bin ich sicher, Sebastiano. So, jetzt ist die Sendung rum. Jetzt legst du bitte auf. So, Mann, ich danke dir von Herzen, wünsche dir alles, alles Gute. Ja, das wünsche ich dir aber auch wirklich sehr. Wirklich sehr, sehr. Und ich bitte um eine Information per Mail, wie es weiterläuft bei dir. Du legst auf und der Peter ruft dich gleich an. Machen wir. Sebastiano, Entschuldigung. Alles Gute, tschüss. Danke dir auch, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik war Axel Dülmann. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis dahin, tschüss.